ist Ronja und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Alltag. Wir wurden letzte Folge heimgesucht von einer riesigen Pflanze, die meine komplette Wohnung verwüstet hat und mich dann töten wollte. Was? Oh mein Gott! Auch immer schön. Und, ja, deswegen haben wir jetzt hier überall Pflanze in der Wohnung, okay? Überall. Und irgendwie ist jetzt hier, das sieht man zwar nicht mehr, weil es alles zugewachsen ist, aber hier ist ein Durchbruch zu einer anderen Wohnung. Jetzt klingelt hier jemand. Schönen guten Tag, der Herr. Hallo, junger Bengel, kannst du mir eine Linsensuppe machen? Ich hab, die Küche ist jetzt gerade ein bisschen zugestellt. Bei mir in der Wohnung ist gerade ein bisschen unordentlich. Linsensuppe? Ich hab gerade leider keine Linsensuppe zur Hand. Linsensuppe? Das tut mir leid, aber... Linsensuppe? Also wenn Sie Sachen, Zutaten haben, dann können Sie sich sie hier gerne... Bitte hören Sie auf, mit Dynamit in meiner Wohnung rumzuspielen. Wenn Sie Linsensuppe. Zutaten haben, dann können Sie gerne eine Linsensuppe hier kochen für sich. Habe ich gar kein Problem mit, aber ich hab einfach gerade nicht so viel im Haus. Müssen Sie wissen. Und das ist, wie gesagt, jetzt hier ein bisschen unordentlich. Bitte hören Sie auf mit dem Dynamit. Ich muss... Linsensuppe. Dann gehen Sie doch zu einem Restaurant und nicht zu mir. Och, nee. Okay, kommt der nächste schon. Das ist eine Linsensuppe. Sie waren vor 5 Sekunden da. Guter Mann, ich habe keine Linsensuppe für Sie. Nein, ich weiß, ich war eben im... Alles klar. Das ist... Okay, wir kümmern uns jetzt erstmal um dieses Pflanzenproblem, weil ich kann mich hier kaum bewegen in meiner Wohnung. Das kann ja auch nicht sein. Ich meine, da denkt man, so eine kleine, süße, harmlose Pflanze, ja. War ein bisschen nervig, bin ich ganz ehrlich. Immer, ich will wachsen, aber... Jetzt klingelt der schon wieder, oder was? Hallo, Kleiner? Hast du meinen Opa gesehen? Ist dein Opa ein älterer Mann, der gerne Linsensuppe isst? Nein, das ist eine Frau. Dein Opa ist eine Frau? Ja. Die habe ich leider nicht gesehen. Willst du mich Fortnite spielen? Ich habe kein Fortnite auf meinem PC installiert. Es tut mir leid. Rein, okay. Ich habe kein Fortnite auf meinem PC installiert. Und ich möchte das auch nicht haben. Kleiner, kann ich darauf Fortnite spielen? Das ist ein Telefon. Das hier ist eine Mikrowelle. Also du kannst es gerne probieren, aber du kannst das... Du wirst es nicht erfolgreich schaffen. Fortnite? Das hat kein Fortnite. Default-Skin? Detlef? Angst. Detlef, was ist los? Angst. Detlef, was ist passiert? Detlef, warum hast du Angst? Schlafen. Du willst schlafen... Warte, was ist das in deiner Wohnung? Schlafen. Detlef, was ist passiert? Du hast geschlafen. Hattest du einen Albtraum? Was? Nein. Was? Telefon. Detlef, was ist das? Detlef, wie ist das? Okay, wie ist das in deine Wohnung gekommen? Was ist denn das? Was ist das für ein Schnee-Yeti-Monster-Vieh? Kleiner, bitte komm mit. Bitte geh mit weg. Kleiner, komm bitte. Oh Gott, was ist das jetzt? Mo! Was ist das? Okay, die Kuh kämpft mit dem. Oh mein Gott. Was ist das für ein Monster? Mo! Mo! Nein, geh nicht zur Kuh! Nein, stopp! Bitte, geh nicht zur Kuh! Genau, komm, nicht über den Balkon! Wieso bringen sich kleine... Warte, du hast den getötet? Wie? Okay, danke. Schön, schätze ich mal. Was? Kühe, hä? Huh? Die Helden des Alltags. Ich meine, Dev ist okay, der kleine Junge ist bestimmt okay. Und, ja, abgesehen davon, ich weiß nicht genau, klar, diese komische Pflanze ist jetzt immer noch in meiner Wohnung, aber eigentlich ist doch alles in Ordnung. Okay, ich gehe jetzt mal zur Tür, mal gucken, wer das jetzt diesmal ist. Ah, hallo, Herr Vermieter.
Ja? Songs, haben Sie meine Mutter gesehen? Ich hab einen Schrei gehört, so hat sie auch gehört wie meine Mutter. Ihre Mutter. Ich hab ein großes Eis-Yeti-Monster gesehen. Ist das zufälligerweise ihre Mutter? Also manchmal ist schon Mutter, ist meine Mutter schon ein Monster, aber naja. Das war ungefähr 5x5. Entschuldigen Sie. Moment, das können wir gerade beheben. Hier, bitteschön. Das ist nicht genug. Das ist nicht genug? Hä? Ey, du musst auch noch Mieten zahlen. Genau, da kümmern Sie sich mal drum. 25 Monate überfällig. 25 Monate. Und das jeden Tag. Überleg mal, was das an Geldmengen sind. Puh, in dessen Haut will ich jetzt nicht unbedingt gerade stecken. Okay, jetzt sieht die Wohnung doch wieder akzeptabel aus. Hier können wir tatsächlich einfach das zugebaut lassen. Das finde ich gar nicht schlecht so. Und dann, ja, dann hat es doch auch viel Schönes. Hallo? Hallo? Hast du Tobs gesehen? Tobs? Ja. Er ist nämlich... Ich bin sein größter Fan. Du bist sein größter Fan. Das glaube ich dir gern. Ich schaue jedes Video, Hashtag Siegelstern. Das glaube ich dir gern. Das ist ja auch wirklich niedlich, aber... Deine Videos schaue ich nicht. Alles klar. Außer manchmal. Phoenix. Phoenix schaust du. Eigentlich bist du doch cool. Okay. Aber Tobs ist cooler. Danke. Das verstehe ich natürlich. Ich brauche ihn. Ich weiß nicht, wo Tobs ist, ehrlich gesagt. Aber da draußen vom Fenster ist ein sympathischer junger Mann. Wie wär's? Oh, nee, das ist mein Cousin. Das ist dein Cousin. Ich glaube, Tobs findest du vielleicht bei McDonald's. Der gehört ihm. Gehörte. Technisch gesehen. Okay, das ist also ihr Cousin. Gut zu wissen. Alles nur Verrückte. Ich meine, da wissen wir ja, was Tobs für Zuschauer hat. Hallo? Nein. Wieso steht Goku vor meiner Tür? Wieso? Einfach mal so in den Raum gestellte Frage. Was? Okay, ich packe mein ganzes Geld hier immer rum. Sonst habe ich nämlich die ganze Zeit was in der Hand. Aber was? Bin sehr irritiert. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Das ist, glaube ich, eine gute Lösung. Hier, da musste noch, glaube ich, was hin, aber das hält jedenfalls das blöde Gas auf, was in Tobs bzw. Detlefs Wohnung ist. Ich höre schon wieder was piepen. Och, nee. Ist das... Ich guck mal kurz bei der Tür. Irgendwas explodiert hier schon wieder. Das kann doch auch nicht mit... Ich will eigentlich nicht aufmachen. Ah, Luigi. Sie haben mich bestellt? Ich habe sie nicht bestellt, Luigi. Ah, danke. Luigi, was ist da gerade am explodieren? Luigi, was war das für eine Explosion da draußen? Ah, Sisi! Das ist sehr beunruhigend. Warum machen Sie das denn jetzt hier schwarz und rot? Deutschland! Deutschland. Das ist eigentlich nicht, was ich wollte. Ah, Deutschland! Das ist auch nicht Deutschland. Stopp! Die Deutschlandflagge... Och nee. Warte, was ist das für eine Waffe? Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich bin nun scheinbar im Besitz von roter Farbe. Das ist ja auch nicht schlecht. Hier, wir renovieren unsere Wohnung. Zack, zack. Oh, sieht das schön aus. Die Wand machen wir auch noch. Komm, es klappt gerade so schön. Guckt euch das mal an. Ist das nicht ein Bild von einer Wandfarbe? Ich meine, die kriege ich jetzt irgendwie nicht angemalt aus irgendeinem Grund, aber das ist egal. Bam! Gar kein Problem. Zack, Wohnung renoviert. Jetzt haben wir noch schwarze Farbe. Ich meine, guckt euch das mal an. Ist das nicht so viel besser als vorher? Jetzt kann ich hier auch in mein Schlafzimmer gehen, ohne dass hier so ein komischer schwarzer Block darüber ist. Überlegt mal. Ich packe jetzt hier ein bisschen von meinem Geld in meinen Spind. In mein Safe meine ich. Aber ich weiß nicht, ich muss eigentlich fliehen. Ich bin hier nicht in Sicherheit in dieser Wohnung. Ich meine, ihr merkt selber, von fleischfressenden Pflanzen über irgendwelche, keine Ahnung, Explosionen über... Hallo, Waschbär, der Wuff macht? Was möchtest du mir sagen? Okay. Okay, jetzt hast du ein Geweih. Klar, klassisches Waschbär-Problem. Ganz normal. Jetzt auch einen Schwanz. Was machst du? Verwandelst du dich hier in einen Hirsch oder was passiert hier gerade? Huh?
denn das? Hallo, was ist dein Problem? Ich höre die ganze Zeit Türen, warum greift denn mich jeder an? Okay, ich höre die ganze Zeit... Ich glaube, das Badezimmer ist ein wenig klein für dich, lieber Orca. Ich würde dir dann doch eher zum Meer raten. Detlef! Papa! Das ist nicht dein Vater. Detlef, das ist nicht dein Vater. Was war das gerade? Detlef, was ist das? Detlef, was ist das? Ja. Ja, was? Ja, das ist angsteinflößend. Du bist ein ganz toller Superheld. Weißt du, was Superhelden machen, ja? Die retten Leute, ja? Und die gehen raus in die Stadt und bekämpfen das Verbrechen. Wasser. Detlef, willst du das Verbrechen bekämpfen, hä? Ja. Wie wär's? Guck mal, dann mach dich doch mal auf und geh raus und kümmere dich um sämtliche Leute, die... Polizei. Oder so. Ich meine, genau, um Eindringlinge kümmert sich Detlef. Auch schön. Und... Wieso, Detlef, böse. Wieso bist du böse? Böse. Du bist du böse? Böse? Oder bist du einfach nur böse ärgerlich? Detlef, bist du einfach böse als Charakterzug oder wütend? Traurig. Traurig, okay. Das ist auch traurig. Hallo, Ronja. Toast. Hallo! Ups! Ja! Ja, Detlef. Ronja, ich hatte mir schon gedacht, dass du irgendwann vorbeikommen würdest. Ups! Nein. Wo? Nein. Warte. Ja, später, ja? Traurig. Ja, bis gleich. Detlef hat gerade eine emotionale Phase. Du kannst sie nicht so zurückweisen. Sei ruhig, Ronja. Weißt du, was eine emotionale Phase ist? Ich habe das Gefühl, du bist gleich sehr wütend. Ja, wenn jemand kommt und deinen Laden kaputt macht, dann... Okay. Hab auch einen guten Grund, böse zu sein. Wir wollen hier gerade ein klärendes Gespräch führen. Sehe ich das richtig? Ja. Ich habe deinen Laden nicht kaputt gemacht, Tops. Ja, aber trotzdem... Du hättest ja wenigstens noch drauf aufpassen. Was hätte ich denn machen sollen? Was hätte ich denn tun sollen? Flo hat das nicht kaputt gemacht. Ich habe das nicht kaputt gemacht. Irgendein verrückter Kunde ist gekommen, so wie ungefähr jeden Tag, und hat das ganze Ding in die Luft gejagt und hat damit einen Raketenwerfer draufgeschossen. Ja, Detlef, wir spielen gleich. Aber das Ding ist, das kann nicht sein. Spielen. Ich hab so viel Geld darin investiert. Ja, das ist aber nicht meine Schuld. Da musst du halt einfach mal eine Versicherung abschließen. Ich habe gehört, hier gibt es einen guten Versicherungselefanten in der Nähe. Ich nerv mich nicht. Detlef, böse. Detlef, das kann ich gut verstehen, dass du da ärgerlich geworden bist. Gut kann ich das verstehen. Ich muss sagen, der Detlef, der wächst mir immer mehr ans Herz. Ja, ich kann immer mehr verstehen, was so seine Gedankenzüge sind. Entweder ich werde selbst verrückt, oder es ist einfach... Oder ich werde selbst verrückt. Ehrlich gesagt, mir fällt gerade keine andere Option ein. Aber er wird normaler, oder? Ich meine, er ist mit seinen Gefühlen mittlerweile mehr oder weniger in Verbindung getreten. Er ist... Detlef. Detlef, traurig. Du bist traurig. Kalt. Kalt. Ja. Das ist oft so, dass man kalt ist, wenn man traurig ist. Ich gehe kurz an die Tür, okay? Dann können wir reden. Hallo? Hallo, Ronja. Tops. Guten Tag. Was möchtest du? Ich kann nichts dafür, dass dein Laden in die Luft gegangen ist. Ja, du weißt, du warst da dabei. Ich würde dir dann nämlich mit dir reden, weil versicherungstechnisch und so habe ich da ziemlich gute Chancen und so weiter. Das und ist doch super, also, das freut mich für dich. Ja, wie was? Ich meine... Ja, keine Ahnung, irgendwie ist das gerade komisch. Ist dir schon mal aufgefallen, dass übelst viele Leute probieren, mich zu faken? Warte. Du warst gerade hier, oder? Nein. Nein. Wie nein? Ich bin gerade eben vom Versicherungstypen zurückgekommen. Tops, du warst vor 5 Sekunden hier. Das ist ja wie auf der Baustelle hier. Nein, war ich nicht. Du warst gerade hier. Okay, dann vergiss, was ich gesagt habe. Eben hast du mich noch beschuldigt, dass ich deinen McDonald's in die Luft gejagt habe. Ja, aber du bist nicht dran schuld. Was zum Teufel ist das? Detlef, was ist das? Ronja, was ist das? Ich weiß es nicht, vielleicht... Das ist kein Marshmallow, Detlef. Das ist ganz sicher kein Marshmallow. Okay.
Okay, tschüss, Detlef. Ich will nicht mit dir darüber reden, weil das Ding ist... ja, du kannst gerne reinkommen. Mehr, ja, weil nein, wir haben keinen Job mehr. Das Ding ist jetzt ja in die Luft gejagt. Ich war gejagt. Sehr wütend, als mein McDonald's weg war. Das kann ich gut verstehen, aber... Du weißt nicht, ich hab da so viel Geld und... Na, vor allem, du hast viel Mühe reingesteckt, dass das Management neu überarbeitet. Ich kann das gut verstehen, dass du da auch wütend bist, aber... was ist denn jetzt mit der Versicherung? Das hätte ich jetzt erledigt. Ich werde sowieso bald hier ausziehen. Mieter, weißt du was? Der kann mir meinen Buckel runter... So, Rutschen, hast du das auch gerade gehört? Ich hab das auch gerade gehört. Hast du eine Ahnung, was das war? Nein. Meinst du, das war Detlef? Ich hab eine schlimme... Feuer! Ahnung. Feuer! Oh nein. Sollten wir das Gebäude verlassen? Ich hab keine Ahnung, aber besser wär's. Komm mit, Ich folge dir. Ich glaube, hier ist einfach keine sichere Wohnung. Ich sag schon die ganze Zeit, das ist einfach... Detlef, was ist Feuer! Was ist Feuer? Nein, Detlef, nicht. Detlef? Nein. Feuer. Was zur Hölle? Lagerfeuer. Du machst Lagerfeuer doch aber nicht drinne, Detlef. Detlef? Tops, gibt's irgendeinen anderen Ausweg? Nee, du grillst doch nicht drinne! Doch. Nein, das ist verboten. Detlef, weißt du, wo das Aroma richtig gut schmecken soll? Beim Zimmer vom Vermieter. Oh, das hab ich auch gehört, genau. Oh. Ganz unten, genau, da ist ein großes Schild dreht vor. Okay. Das ist eigentlich jetzt nicht die Richtung, aber hey, wir können jetzt... Hey, lass uns gehen, so schnell wir können. Ich weiß nicht, wie sieht's aus? Hast du eigentlich jetzt schon eine neuere, also, willst du irgendwo ein neues anfangen? Ich würde einfach gerne einen neuen Job finden. Schreiben geben, und weil, du, das wäre super lieb von dir. Ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen. Ich kann dir meine Miete nicht bezahlen. Ich habe noch ein bisschen... Nicht da langlaufen. Warum sind hier überall Monster? Ich habe keine Ahnung. Ist so... Der macht so schlampige Arbeit, weißt du? Das ist absolut korrekt. Ich finde die ganze Zeit Zombies auf der Treppe und ich weiß auch nicht. Ich meine, der will die ganze Zeit seine Miete. Nein. Oh mein Gott, die war vorher auch bei mir. Tops, ich Autogramm! Bitte! Nein, Ronja, bitte! Tops! Hilf mir, Ronja! Das ist nicht Tops, das ist... Er sieht nur so aus, das ist eine Täuschung. Er heißt eigentlich Peter. Bleib stehen, Tops! Das ist nicht Tops. Hey! Herr Vermieter! Hotel kann aus, verboten! Aber was ist, wenn wir eine andere Wohnung finden? Sie können uns ja gibt's nicht... Gibt's nicht. Es gibt keine andere Wohnung. Es gibt keine andere Wohnung, das ist doch Quatsch. Hier ist ein riesen Stadtviertel. So viele Menschen, sie gibt's hier nicht, die hier wohnen. Also es gibt doch freie Wohnung, überall. Doch. Doch. Hey! Ich bin raus hier, ich lasse meine Sachen in der Wohnung, ist mir egal, ich lasse alles zurück und ich ziehe irgendwo Neues ein. Ich meine, selbst wenn ich unter der Brücke wohne für ein paar Tage, ist es alles besser, als in dieser Wohnung zu leben, okay? Da muss ich auch keine Miete zahlen, dann spare ich Geld und dann kann ich in Ruhe wieder auf die Beine kommen, kann erstmal was finden. Vielleicht hat Tops ja schon eine Bleibe, dann kann ich gucken, ob ich da unterkomme. Oder ich weiß nicht, was Flo jetzt treibt, der ist ja auch irgendwie arbeitslos. Und muss was Neues finden. Aber was? Haben sie Masson gesehen? Was hab ich? Masson gesehen. Ihren Sohn gesehen. Haben sie Masson gesehen? Ich hab ihren Sohn leider nicht gesehen. Ich hab vorhin den Masson gesehen? Ich hab ihren Sohn nicht gesehen. Alles, was ich gesehen habe, war ein Waschbär. Ah, Masson gesehen. Ihr Sohn ist ein Waschbär. Masson? Aber sie sind doch... Was an? Ah ja. Was an gesagt? Was? Okay. Erstens, wieso fahren Boote auf Straßen? Zweitens, wieso ist der alte Mann der Sohn vom Panda? Und drittens. Was ist denn das? Was? Nein, guck, die fahren da hinten immer noch. Das ist doch das. Nein! Was ist denn das? Das kann doch nicht sein. Guck dich das mal an. Ich meine, guck, hallo. Augen auf im Straßenverkehr. Aber das ist doch nicht normal. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Das war's dann aber für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch da. Und schaut bei Flo Tops vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao!